Lernen mit Internet. Schreiben lernen mit E-Mail im Kindergarten. Von China zum Hurricane, die besten Lernprogramme im Internet. Die Multimedia-Musterschule von Gütersloh. Eines der wichtigsten Einsatzgebiete von Internet wird in Zukunft bei der Ausbildung liegen. Die Schulen müssen heute dieses neue Medium einsetzen, wenn sie die Schüler ans Informationszeitalter heranführen wollen. Denn die Kreidezeit im Schulzimmer ist zu Ende. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Format NZZ, heute ganz im Zeichen der Schulreform, die Internet auslösen muss und auslösen wird. Warum das so ist, was Internet im Schulzimmer bewirken kann und wie man es einführt, zeigen wir in den nächsten 30 Minuten. Zunächst anhand eines Beispiels aus den USA, genauer aus Kalifornien, wo Internet zu einer beispiellosen bildungspolitischen Entwicklung geführt hat. Kalifornien verwirklicht sich einen Traum. Der Information Superhighway soll bis in 3 Jahren in jedes Schulzimmer führen. In San Diego ist man diesem Ziel schon recht nahe. Selbst in armen Quartieren wie Chula Vista sind die Schulen ans Netz der Netze angeschlossen. Eine Pionierrolle nimmt die Juarez Lincoln School ein. Eine Schule mit 600 Schülern, davon über 80% Einwanderungskinder. Hier ist der Unterricht mit Internet seit 4 Jahren Realität. Dank der Unterstützung durch die Privatindustrie lernen schon die Jüngsten den Umgang mit E-Mail. Sandy beispielsweise schreibt ihrem Vater regelmäßig elektronische Briefe. Er ist Navy-Offizier und meist auf hoher See. Im Vordergrund des Unterrichts mit Internet steht die Kommunikation. In der ersten Klasse benutzen die Schüler vor allem E-Mail. Jeder Schüler hat einen Erwachsenen und einen gleichaltrigen Brieffreund. Sie lernen also noch nicht alle Möglichkeiten, sondern zuerst nur die elektronische Post, das Werkzeug E-Mail, was ihre Lese- und Schreibfähigkeit sehr fördert. Die Schüler der 5. Klasse arbeiten wöchentlich mindestens 4 Stunden im Computerlab, einer Einrichtung, die wie viele anderen Informatikanlagen der Schule von Apple Computer und Pacific Bell, dem Telekommunikationsgiganten Kaliforniens, gesponsert sind. Robin recherchiert via Internet für das Fach Staatskunde am Beispiel von Illinois. Die Aufgabe der Schüler ist es, eine eigene, zunächst schulinterne Internetseite mit Daten über verschiedene Bundesstaaten zu gestalten. Die Lehrerin hilft nur beim Navigieren im Netz. Die Daten sollen eigenständig gefunden und bewertet werden. Robins Internetseite über Illinois mit Stadtansichten der Hauptstadt Chicago, zum Beispiel mit dem berühmten Sears Tower, kann von allen Schülern online konsultiert werden. Keine Computerspielerei, trotzdem ist sich die Schulleitung der Grenzen von Internet bewusst. Internet gibt uns vor allem aktuellste Informationen. Da es aber nicht kontrolliert ist, müssen wir sehr vorsichtig sein, wie die Schüler das Werkzeug nutzen. Wir haben dazu einen genauen Lehrplan. Die Schüler benutzen Internet als reines Informationsmedium, genauso wie Bücher und Zeitschriften. Bücher werden nicht etwa vernachlässigt. Internet ist für die Schüler nur ein zusätzliches Lerninstrument. Zudem entwickeln sie mittels E-Mail mit Schülern in anderen Staaten und Ländern neue Projekte in Kunst, Wissenschaft und Sprachen. Traditioneller Unterricht hat in der Juarez Lincoln School den gleichen Stellenwert wie das Lernen mit Internet. Das Einmaleins der Mathematik ist gleichgewichtet wie der Umgang mit digitalen Informationen. Das Schulbuch ist zwar billiger als der PC. Die Ausrüstung mit modernster Informatik hat der Schule dennoch keine Budgetsorgen bereitet, dank der exemplarischen Zusammenarbeit mit der Privatindustrie. Public Education and Private Education. Öffentliche und private Bildungsinstitutionen können heute keine moderne Ausbildungsinfrastruktur mehr anbieten, ohne die Hilfe privater Firmen. Und dies geschieht im Interesse dieser Partner. Schließlich bilden wir die Mitarbeiter von morgen aus. Unsere Schüler werden in einigen Jahren die Angestellten und die Konsumenten unserer Industriepartner sein. I pledge allegiance to the flag of the United States of America.
Die Schüler von heute und Angestellten von morgen danken es der Nation und der Privatindustrie. In San Francisco und im benachbarten Silicon Valley sitzen die großen Sponsoren des Information Highway Booms. Firmen wie Sun Microsystems, Pacific Bell, Cisco oder Pacific Gas and Electricity sorgen mit Investitionen in Milliardenhöhe dafür, dass Kabel in Kalifornien nicht mehr nur mit den Cable Cars assoziiert werden, sondern die Zukunft der Schüler symbolisieren. Damit folgen die Kalifornier exemplarisch Bill Clinton und seinem Postulat, dass bis zur Jahrtausendwende alle Schulzimmer vernetzt werden sollen. Rick Normington ist dabei eine der treibenden Kräfte. Er verwaltet 100 Millionen Dollar, die Pacific Bell in die Computerausbildung steckt. Wir mussten beobachten, wie der Ausbildungsstand der Schulabsolventen in den letzten 20 Jahren kontinuierlich sank. National betrachtet von einem der vordersten Ränge auf den letzten. Damit verbunden war eine bedenklich schlechte technische Ausrüstung der Schulen. Als Unternehmen haben wir aber ein großes Interesse an guter und moderner Schulbildung und gut ausgebildeten Schülern. Pacific Bells 100 Millionen Engagement umfasst ein eigenes Internetprojekt unter dem Titel Education First mit Ausbildungsprogrammen für alle Schulstufen und Unterrichtsfächer, aber auch Gratisanschlüsse ans Netz und Hard- sowie Software für Schulen. Vor allem um Computer für die Schulen kümmert man sich im Navy-Gefängnis in Miramar, San Diego. Im Gefängnis der amerikanischen Pazifikflotte verbüßen rund 200 Häftlinge Strafen für kriminelle Vergehen während des Dienstes. 10 Häftlinge arbeiten im Computerlab und reparieren Computer, die von Unternehmen ausgemustert wurden. Revidiert, aufgerüstet und gereinigt werden die Computer dann den Schulen gratis zur Verfügung gestellt. Eine Aktion, die über den Nutzen für die Schulen hinaus auch resozialisierende Wirkung hat. Die Rückfälligkeitsrate der Computerlab-Mitarbeiter tendiert gegen null. Heute laufen in 14 amerikanischen Gefängnissen ähnliche Programme. Alle initiiert von John Detweiler. Die Stiftung Computer for the Schools hat er vor 5 Jahren mit seiner Familie gegründet. Bis heute wurden 35.000 ausgemusterte Computer für die Schulen recycelt. Wir sind der größte Computerlieferant für die Schulen in Kalifornien. Unser Prinzip, dass wir Computer von Firmen übernehmen, sie revidieren und aufrüsten und dann an Schulen verschenken, ist überaus erfolgreich und soll nun national ausgebaut werden, um alle Schulen mit Computern auszurüsten. Man trifft auch bei der Detweiler Foundation wieder die gleichen Namen. Pacific Bell, AT&T und andere tragen die administrativen Kosten der Stiftung, die heute 16 Mitarbeiter beschäftigt und deren Budget sich auf 600.000 Dollar beläuft. Der durch die Stiftung und die Privatunternehmen geschaffene Gegenwert für die Schulen wird auf über 15 Millionen pro Jahr geschätzt. Ein weiteres Beispiel für den Erfolg privater Initiativen im Bildungsbereich. Private Unternehmen müssen dort einsteigen, wo der Staat mit seinen Mitteln am Ende ist. Wenn heute also Schüler auf Computern arbeiten sollen, was wir alle wollen, dann müssen Privatindustrie und private Initiativen darum besorgt sein. Im Erdbeerland am Fuß der Sierra Nevada liegt der Früchte- und Gemüsegarten der USA. Die Einwohner leben zum größten Teil von der Landwirtschaft. Die großen kalifornischen Städte, L.A. und San Francisco, sind hunderte Kilometer entfernt. Fresno, der Distrikthauptort, ist nicht gerade ein Hightech-Center. Die Schüler dieser ländlichen Region haben oft lange Schulwege. Museums-, Zoo- oder Bibliotheksbesuche zu Ausbildungszwecken sind für die Schulen unmöglich. Gerade deshalb wird hier in der McKinley Elementary School an der Auffahrt zum Information Superhighway gebaut. Den 800 Schülern soll dank Internet kein Nachteil mehr aus der Abgelegenheit der Region erwachsen. Rund 20 Freiwillige haben sich versammelt, um die Schule zu verkabeln und ans Netz anzuschließen. Es sind Studenten, Computerhändler, Elektriker oder ganz einfach Eltern, die hier für die Zukunft ihrer Kinder Hand anlegen. Die Aktion heißt Net Day und wurde in den Vereinigten Staaten 1996 bereits zweimal durchgeführt.
Bisher haben weit über 100.000 Freiwillige rund 65% aller Schulen vernetzt. In Fresno wurden die Kabel von der Elektrikergewerkschaft gestiftet. Erst damit wurde die Beteiligung am Net Day möglich. Die Motivation der Freiwilligen, speziell der Jüngeren, ist zumeist noch von der eigenen Schulerfahrung geprägt. Wenn ich eine Frage hatte, die mir sehr wichtig war, kam es häufig vor, dass der Lehrer keine genaue Antwort wusste. Wenn der Lehrer nun im Schulzimmer einen Internetanschluss hat, dann kann er einfach sagen, okay, ich bin mir nicht sicher, aber lasst uns doch im Internet die genaue Antwort finden. Also gibt es im Unterricht einen viel größeren Wissensbackground, nicht mehr einfach nur die Bibliothek. Berkeley bei San Francisco, Wohnort des Initianten von Net Day. John Gage hatte die zündende Idee mit den Freiwilligen. Denn er war der Klagen der Beamten im Erziehungsministerium überdrüssig. Sie hätten die Milliarde Dollar nicht, die sie für die Verkabelung benötigten. Ich arbeite in einer Computerfirma, die pro Jahr rund 10 Milliarden Dollar umsetzt. Als wir begannen, waren wir junge Akademiker, die bereits vor 10 oder 15 Jahren das Internet benutzten. Jetzt sind wir ein 10-Milliarden-Unternehmen. Alle unsere Mitarbeiter bei Sun Microsystems, aber auch alle IBM oder Credit Suisse-Angestellten, benutzen bei ihrer Arbeit heute Netzwerke. Meine Idee mit Net Day war es, dass alle Eltern, die in ihrem Berufsleben mit dem Internet arbeiten, genau das gleiche Netzwerk in die Schule ihrer Kinder einbauen. Die Kosten sind minim. 5 Cent für 30 Zentimeter Hochleistungsdatenkabel. Eine Leiter, ein Freiwilliger, der die Leiter hält, und einer, der das Kabel an der Decke befestigt. Das ist Net Day. John Gage, Mitbegründer und Forschungsleiter von Sun Microsystems, fand die Unterstützung von Bill Clinton und Al Gore, die gemeinsam den Net Day ausriefen. Das Resultat ist bekannt. Der Hintergrund typisch amerikanisch. Net Day ist eine moderne Form des traditionellen Zusammenarbeitens. Was die Regierung alleine nicht tun kann und erst recht, was die Schule alleine nicht kann, das wollen wir gemeinsam anpacken. Dies ist der alte, traditionelle Weg der Amerikaner, der Forscher, der Politiker und Wirtschaftsleute, aber auch der Arbeiter. Net Day ist in diesem Sinne eine uramerikanische Idee. Alle Freiwilligen am Net Day bauen mit ihrem Einsatz an der Zukunft Amerikas. Net Day-Initiant John Gage ist überzeugt, dass das Internet den Schulunterricht revolutionieren wird. Und er kann dabei auf Clintons volle Unterstützung zählen. Meines Erachtens bedeutet Internet im Klassenzimmer ein völlig neues Verständnis der Wissensvermittlung. Jede Bibliothek, jedes Museum, jeder Lehrplan steht global zur Verfügung. Wenn zum Beispiel ein Lehrer einen wunderbaren Astronomieunterrichtsplan hat, dann nützt das bis anhin nur seiner Schulklasse. Mit Internet kann dieser Plan von tausenden Lehrern übernommen werden. Also entwickeln wir ein neues Umfeld, aus dem das Beste weltweit ausgewählt werden kann. Das Vernetzen der Schulzimmer in Kalifornien, ursprünglich mit Kosten von über 1 Milliarde Dollar veranschlagt, kann dank Net Day, den Initiativen von Stiftungen und der Privatindustrie, nicht nur viel günstiger realisiert werden, sondern auch viel schneller. Die Schüler in Fresno auf alle Fälle haben nun ebenfalls ihre Auffahrt zum Datenhighway. Aktionen, um Internet in die Schulen zu bringen, gibt es auch in Europa. Internetprogramme der Bildungsministerien von Frankreich, Italien und Großbritannien sind geplant. In Deutschland heißt die Initiative Schulen ans Netz. In der Schweiz gibt es leider noch nichts Vergleichbares. Was kann man denn nun eigentlich im Internet lernen? Welche Unterrichtsmaterialien und Lernprogramme gibt es? Hier eine kleine Auswahl. Wer nach Lehrmitteln im Internet sucht, findet sie in Listen, deren Gestaltung ziemlich genau den Lernprogrammen entspricht, auf die sie verweisen. Recht brav in Deutschland, etwas mager in der Schweiz und spielerisch, manchmal auch etwas naiv, in den USA. Von da einige typische Beispiele. Das Netz ist bekanntlich ein riesiges Nachschlagewerk. Wörterbücher zum Beispiel gibt es für unzählige Sprachen, auch solche, die kaum jemand kennt.
Der Vorteil von Internet gegenüber gedruckten Ausgaben: das Internetbuch kostet meist nichts, fehlt nie in der Schulbibliothek und ist überall, auch für die Hausaufgaben, verfügbar. Bei Homework Help, der Hausaufgabenhilfe, kommen die interaktiven Stärken von Internet voll zum Zug. Hier werden Fragen von Schülern beantwortet, die bei ihren Hausaufgaben nicht mehr weiterkommen. Und zwar von Lehrern, die dafür ehrenamtlich zweimal wöchentlich abends an ihrem Computer sitzen. In reale Situationen versetzt werden die Schüler bei WeatherEye, einer Sammlung von Wetterkundelektionen, entwickelt von Meteorologen gemeinsam mit Lehrern. Ein Beispiel: als Bürgermeister einer Stadt, die von einem Hurrikan bedroht ist, muss der Schüler Entscheidungen treffen. Die Entwicklung des Wirbelsturms über mehrere Tage hinweg wird mit Zeitungsberichten, Karten und Fotos dokumentiert. Der Schüler wird mit realen Situationen konfrontiert. Gleichzeitig steht ein Lernprogramm über Hurrikans zur Verfügung, das konsultiert werden muss, wenn man sinnvolle Prognosen geben will und sich beispielsweise für die Evakuierung der Stadt entscheiden muss. Neben solchen Lektionen für höhere Klassen gibt es hier auch Wetterkunde für Kinder im ersten Lesealter. Anleitungen für Eltern und für Lehrer. Für Mittelschul- und Unistufe und alle Freunde des alten Griechenlands ist The Ancient City of Athens gedacht. Eine Sightseeing-Tour durch das klassische Athen mit Hilfe eines archäologischen Fotoarchivs. Vom Olympiaion, dem Tempel des olympischen Zeus beispielsweise, findet man 7 Ansichten aus verschiedenen Perspektiven. Aber auch den Beschrieb des antiken Reiseschriftstellers Pausanias, und zwar in griechischer Transkription, in der englischen Übersetzung und in griechischer Schrift. The Ancient City of Athens ist ein Exempel für die starke Präsenz der Altphilologen und Historiker im Internet. Wie funktioniert die Börse? EduStock, ein Programm, das von Studenten entwickelt wurde, erklärt die Börse so, wie es ein Buch auch könnte. Der Clou von EduStock ist aber eine Real-Time-Börsensimulation. Der Schüler kann sich über die Daten von börsenkotierten Unternehmen informieren, bevor er sein Kapital von 100.000 fiktiven Dollar einsetzt und Aktien kauft und verkauft. Er hat sich hier für die Anlage in Aktien von Nike entschieden und kauft zum realen Börsenkurs mit nur 20 Minuten Zeitdifferenz 200 Stück. Der Stand seines Kontos wird im Portfolio sofort sichtbar. Eine Anwendung mit Lerneffekt und Spaß. Und zwar durchaus nicht nur für Schüler. Dieses Programm will in einem Rollenspiel China näher bringen. Die Schüler sollen als Gruppe von Fachleuten bestimmte Fragen abklären, indem sie Rollen übernehmen als Investor, Museumskurator, Politiker und so weiter. Jedem steht eine Reihe von Internetressourcen zur Verfügung. Dem Investor zum Beispiel aktuelle Zeitungen und andere Publikationen. Wie der Schutz des kulturellen Erbes Chinas am besten unterstützt werden kann, soll der Kurator herausfinden. Ihm stehen kunsthistorische Quellen zur Verfügung und auch Musik. Seine Aufgabe löst er auch mit einem virtuellen Besuch der aktuellen Mongolei-Ausstellung in San Francisco in einer interaktiven Museumspräsentation. Searching for China ist ein Beispiel für Internet-Lernprogramme, wie sie zurzeit immer mehr entstehen. Man nennt sie WebQuest. Die Schüler lernen, indem sie eine Aufgabe mit Hilfe von Recherchen in vorgegebenen Internetquellen lösen. Sie lernen, mit Wissen umzugehen, Informationen auszuwählen und zu bewerten. Auf eine Art, die kaum ein anderes Lehrmittel bieten kann. Format NZZ heute zum Lernen mit Internet. Internet ist nur ein neues Medium, wenngleich ein ganz bedeutendes. Wie es zusammen mit anderen Medien die Schule verändern kann, zeigt unser folgender Bericht aus Gütersloh. Die Datenautobahn führt auch in abgelegene Gebiete. In der westfälischen Kleinstadt Gütersloh zeigt das staatliche evangelisch-stiftische Gymnasium ESG modellhaft, wie sich Schule mit dem Einsatz neuer Medien verändern lässt. Der klassische Frontalunterricht prägt zwar auch im Gütersloher Mustergymnasium noch immer den Großteil des Schulalltags. Doch hier hat man schon vor 15 Jahren erkannt, dass Frontalunterricht allein
den Bildungsauftrag der Schule nicht mehr zu erfüllen vermag. Die Schüler medienkompetent zu machen, hat hier höchste Priorität. Und wie wichtig das ist, hat in Deutschland auch die Politik erkannt. Von wegen Export-Import, das ist dann halt ein bisschen, geht nicht mehr so, ne? Kinder müssen heute Medienkompetenz erwerben. Deshalb darf die Schule kein PC-freier Raum bleiben. Kinder müssen lernen, wie sie in der neuen Wissensgesellschaft mit den neuen Medien umgehen können. Und deshalb muss auch in dem Bereich Schule etwas geschehen. Schon seit vielen Jahren ergänzt dieses computergestützte Klassenzimmer in Gütersloh den Unterricht alter Schule. Hier wird nicht Informatik gelehrt, sondern was hier stattfindet, ist eine ganz normale Mathematikstunde. Der Computer hat lediglich den Taschenrechner abgelöst, so wie dieser einst den Rechenschieber und die Logarithmentafel. Und er vermag dem Unterricht eine ganz neue Dimension zu verleihen. Die Ankündigung, wir gehen in der nächsten Stunde in den Computerraum, führt also in der Regel zu größeren Lautstärken in der Klasse. Das machen sie wirklich sehr gerne. Und obwohl sie wissen, dass sie hier arbeiten müssen und dass sie nichts anderes machen als den normalen Stoff in Mathematik, machen sie es trotzdem sehr gerne und ich denke auch mit sehr viel Eifer und sehr ernst. Dadurch, dass der Rechner die Aufgaben stellt und die Lösung begleitet und auch bewertet, habe ich persönlich Zeit, mich um einzelne Schüler zu kümmern, um schwächere Schüler zu kümmern oder um Schüler, die mit den Aufgaben nicht so besonders gut klarkommen. Man kann mir die Zeit nehmen, mich dazu zu setzen, mit denen individuell zu arbeiten. Wir haben uns intensiv besonders mit reformpädagogischen Grundsätzen beschäftigt und stellen fest, dass Prinzipien wie Schülerselbstständigkeit, Differenzierung, Teamarbeit, stärkeres Eingehen auf die Lebens- und Arbeitswelt zu den Dingen gehören, die konventionelle Schule nicht gerade befördert. Wir sollten versuchen, solche Prinzipien aber stärker umzusetzen und haben in dieser Schule erfahren, dass Medien, auch die neuen Medien, helfen können, solche Ziele, die die alten Reformpädagogen formuliert haben, besser umzusetzen, als das bisher geschehen ist. Im selben Raum, wo eine Stunde zuvor Mathematik gelernt wurde, findet jetzt eine kombinierte Deutsch- und Geschichtsstunde statt. Thema des Unterrichts ist die Renaissance. Hauptlehrmittel sind zahlreiche, ganz unterschiedliche Bücher mit Fotos, Texten und Karten. Die Schüler suchen sich ihre Informationen zu einem selbstgewählten Thema aus der Zeit der Renaissance selbst zusammen. Ihre Aufgabe ist es, in kleinen Gruppen damit eigene Internetseiten zu gestalten. Am Ende sollen die Seiten zusammengeführt und verbunden werden. Publiziert im Internet stehen sie dann jedem interessierten Benutzer zur Verfügung. Die Arbeit mit dem Computer, vor allem aber das Wissen um die Veröffentlichung ihres Arbeitsresultates, sorgen für hohe Motivation. Der Unterricht lässt sich insofern verändern, als durch diese neuen Medien, sowohl durch das Internet als auch durch multimediale Programme, stärker auf Schüler ausrichten lässt. Sie können selber sehr viel recherchieren, was früher der Lehrer referiert hat oder was Schulbücher an Informationen eingebracht haben. Das können Schülerinnen und Schüler mit diesen neuen Medien sehr viel selbstständiger recherchieren. Das heißt, die Stellung des Schülers im Unterricht wird eine andere und die Stellung des Lehrers im Unterricht wird eine andere. Wir halten das für eine große Chance, Unterricht zu verbessern. Hat allerdings zur Voraussetzung, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich darüber im Klaren sind, dass dies ein anderer Unterricht ist als der traditionelle, in dem der Lehrer vorne steht und alles im Griff hat. Und die anderen setzen sich da und versuchen, das zu bearbeiten. In Deutschlands modernstem elektronischem Klassenzimmer findet Englischunterricht der unkonventionellen Art statt. Ja, wir machen jetzt ein Projekt hier und suchen was über die Trends, also von früher und halt auch in Amerika und so. Jetzt fragen wir halt die Leute in anderen Schulen und die Antworten. Man kommt halt besser an die Informationen ran und so. Auch in, man kann auch in die anderen Bibliotheken reingehen, überall auf der Welt. Ja, man kann mit anderen Gleichaltrigen kommunizieren. Ja. Wir erfahren Informationen über das, was wir raussuchen müssen und ich finde es sehr positiv. Bildschirm und Computer sind unter den Tisch verbannt. So bleibt der Blick auf Mitschüler und Lehrer frei. Bei uns in der Schule ist es überall so, dass Schülerinnen und Schüler in Gruppen an Bildschirmen arbeiten können.
gleichgültig, ob es sich um Video handelt oder ob es sich um Computer handelt. Und die Beobachtung und Erfahrung zeigt, dass selbst dann, wenn Schülerinnen und Schüler je für sich ein Gerät haben könnten, sie trotzdem in Gruppen lieber arbeiten. Das elektronische Klassenzimmer, die Gütersloher Rolls-Royce-Version hat über eine Viertelmillion Mark gekostet, verfügt nicht nur über 20 Internetanschlüsse, sondern kann auch als visuelles Sprachlabor oder Multimedia-Raum genutzt werden. Doch selbst hier steht man erst ganz am Anfang, was den Einsatz der neuen Medien und des Internet betrifft. Es gibt da Untersuchungen von 14- bis 16-Jährigen, also die meisten, 70% ungefähr, wollen also mit neuen Technologien umgehen lernen in der Schule. Und die wollen auch einen anderen Unterricht, der nicht lehrerzentriert ist, sondern in Richtung von erforschenden, entdeckenden Lernen. So wollen die arbeiten. Vielleicht haben die ein Gespür dafür, was zukünftig von ihnen verlangt wird. Also die wollen das. Die wollen das auf jeden Fall. Die Lehrer, da ist es so, dass sie, da gibt es Vorbehalte. Man müsste überall analysieren, wo die Vorbehalte liegen. Die rühren zum Teil daher, weil die Technik nicht durchschaubar ist und weil das Handling nicht da ist und dass man ein bisschen Angst davor hat. Ich höre natürlich zu Recht immer von den Kollegen, ja, das ist eine Menge mehr Aufwand, eine Menge mehr Arbeit. Und pure Lehrerfortbildung, Einführung in die Benutzung des Computers, Einführung in die Benutzung des Raums unten. Und dann zum Im Gütersloher Gymnasium zumindest haben die meisten Lehrer erkannt, dass sich heute auch die Schule verändern muss, wenn sie noch die Realität einer sich rasch verändernden Welt reflektieren will. Im Bereich Multimedia und von der eigentlichen Multimedia AG für Lehrer möchte ich auch berichten. Vielleicht sage ich da mal. Die Schule an sich ist bedroht, wirklich möglicherweise in ihrem traditionellen Verständnis, wenn sie weiterhin also eine reine Paukschule vielleicht bleibt und wirklich nicht die Interaktivität, mit denen wir doch umgehen, mit den neuen Medien, aber auch Interaktivität und Kommunikation im Beruf und so weiter, wenn sie nicht diese neuen Qualifikationen mitgibt, dann verfehlt sie einfach ihren Bildungsauftrag und der ergibt sich auch zum Teil über neue Qualifikationsanforderungen aus dem beruflichen Bereich, nämlich nicht für die Schule lernt man, sondern dann fürs Leben. Aber wirklich, das kann im Traditionellen, kann da wirklich Schule dann bedroht sein, ja. Es gibt Gründe. Direktor Engelen beglückwünscht die Abiturienten seiner Schule zu ihrem letzten Schultag. Bald beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt. Doch ausgelernt hat keiner von ihnen. Ihre zukünftigen Arbeitgeber werden von ihnen verlangen, ein Leben lang dazuzulernen, sich weiterzubilden und wohl auch verschiedene Berufe zu ergreifen. Es ist völlig undenkbar, dass man im Rahmen seiner Erstausbildung alles das lernt, was man dann bis zur Rente braucht. Also wird man vor allen Dingen Schlüsselqualifikationen erwerben müssen, die einen in die Lage versetzen, dann im Laufe des Lebens immer neu und immer weiter zu lernen. Dazu gehören die Grundfertigkeiten, Rechnen, Schreiben, Lesen, dazu gehört aber auch Medienkompetenz, dazu gehört aber auch im Sinne einer lebendigen Demokratie, dass man unterscheiden kann, dass man mitreden kann, dass man urteilsfähig wird. Trotz oder vielleicht gerade wegen der neuen Medien, Sport, Literatur, Theaterspiel und Musizieren haben am Gütersloher Gymnasium mehr Bedeutung als an manch anderen Schulen. Und auch hier zeigt sich, was sicher für den Einsatz von Internet in der Schule gilt, nicht das Instrument allein, erst die Übung, der präzise Einsatz macht den Meister.